Grüße Sie ganz herzlich zum heutigen ClassTime-Webinar. Ich möchte Ihnen in den nächsten rund 30 bis 40 Minuten einen Überblick geben über ClassTime, was wir machen können, wie man mit ClassTime arbeiten kann, wie der Einstieg damit auch mit diesem Webinar hoffentlich erleichtert werden kann und dann, was Sie alle für Möglichkeiten haben, wie Sie es einsetzen können. Da werden wir alles entsprechend im Detail anschauen. Wenn Sie auf ClassTime.com sind, dann sehen Sie eigentlich gleich, was wir machen. Also wir fokussieren uns auf digitale Lernzielkontrollen und Prüfungen. In diesem Bereich sind wir tätig. Wir machen keine Videocalls, wir machen keine Dateiablagen. Da gibt es andere Tools, sondern wir fokussieren uns wirklich auf diesen Bereich. Wenn Sie auf ClassTime.com sind, dann können Sie sich hier oben, wenn Sie das erste Mal machen, registrieren, sprich Login Lehrperson klicken und dann auf Registrieren. E-Mail-Adresse und Passwort definieren und im Anschluss können Sie sich dann immer direkt anmelden auf der Plattform. Die Plattform ist sehr einfach und intuitiv, Sie haben aber damit sehr viele pädagogische Anwendungsmöglichkeiten, die Sie abdecken können. Sie sehen jetzt hier, wie das aufgebaut ist. Ich habe meine Fragenbibliothek, wo ich Fragen, eine Übersicht über meine Fragen habe. Die habe ich entweder selber erstellt, importiert oder von Kolleginnen und Kollegen erhalten. Wir werden nachher gleich sehen, wie man zu Fragen kommt in ClassTime. Sie haben Sessions, das können Lernzielkontrollen sein, das können Prüfungen sein, das können Hausaufgaben sein. Das kann ein Vorwissenscheck sein, es ist einfach eine Übersicht für die Lehrperson, was sie mit ClassTime gemacht hat, mit welcher Klasse, mit welchen Lernenden. Und das soll helfen, einen Überblick zu behalten, welche Sessions mit welchen Klassen durchgeführt wurden. Sie können natürlich Klassen erstellen, da werden wir auch die Vorteile sehen einer solchen Funktion. Und Sie haben die Möglichkeit von kollaborativen Übungen, Challenges, das sind dann mehr so gamified, eigentlich Übungen mit Gamification, wo Sie verschiedene Anwendungsmöglichkeiten haben. Eine der entscheidenden Fragen ist immer, wie kommen Fragen in ClassTime? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie haben auf der einen Seite, hier oben sehen Sie zwei Suchfunktionen, das werden wir jetzt migrieren, das wird dann alles hier erscheinen. Aber hier arbeiten wir mit diversen Lehrmittelverlagen zusammen. Hier, das ist beispielsweise der Economics ist der Verlag der Schweizerischen Nationalbank oder Libera Bacci ist ein kleiner Schweizer Verlag. Da werden weitere Verlage dazukommen. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier 250 Fragen zum Thema Finanzwissen, die ich entsprechend, die habe ich jetzt schon runtergeladen, die ich kostenlos in meine Bibliothek hinzufügen kann. Da werden weitere Verlage kommen. Also Sie sehen zum Beispiel auch unter Khan Academy über 200.000 Fragen in verschiedensten Sprachen. Können Sie entsprechend kostenlos nutzen. Wenn Sie da Verlage haben, mit denen Sie eng zusammenarbeiten und Sie es spannend fänden, wenn die Übungsaufgaben mit uns digitalisieren würden, lassen Sie es uns gerne wissen. Wir können gerne auf den Verlag zugehen. Das ist natürlich auch immer eine strategische Entscheidung, ob der Verlag da mit uns zusammenarbeiten möchte. Also das ist eine Möglichkeit, dass Sie von diesen Verlagen profitieren. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Und also wie gesagt, das wird dann in Zukunft migriert, da können Sie einfach nach Stichworten suchen, zum Beispiel Dreieck. Wenn Sie nach einem Dreieck suchen, dann finden Sie verschiedene Fragensätze von Lehrpersonen, die mit ClassTime gearbeitet haben und die gesagt haben, sie haben Fragen erstellt und die sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das heißt, hier sehe ich zum Beispiel jetzt ein Fragenset von einer Lehrperson zum Thema Dreieck mit 15 verschiedenen Fragen. Ich kann das alles im Detail anschauen. Und wenn ich das spannend finde, dann kann ich das zu meinen Fragen hinzufügen. Im Anschluss ist das wie eine Kopie für mich. Ich kann selber editieren, anpassen, verändern und dann entsprechend mit meinen Lernenden so eine Lernzielkontrolle durchführen. Und in Zukunft werden wir da, also hier hinten auch bei diesem Marktplatz mit Lehrmittelverlagen, wie gesagt, da werden auch mit die öffentliche Bibliothek integriert. Da wird es Filterfunktionen geben nach Altersstufen und auch nach Fächern. Also die Suche wird da verbessert. Genau. Wenn Sie mit ClassTime arbeiten, vielleicht ist das gerade spannend, wie Sie so ein Fragenset, wenn Sie eines erstellt haben, können Sie hier auf dieses Symbol klicken, zur öffentlichen Bibliothek hinzufügen,
können das dann einreichen. Bei uns gibt es internen Qualitätscheck, ob das gewisse Kriterien erfüllt. Und wenn wir die bejahen, dann wird dieses Fragensatz der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und da gibt es eine dritte Möglichkeit, wie Sie zu Fragen kommen, also dritte und eine vierte eigentlich. Sie können natürlich im Kollegium teilen. Also Sie sehen hier, es gibt normale Ordner, die sind grau, und es gibt Ordner, die sind mit einem weißen Männlein drin. Und hier habe ich zum Beispiel einen Ordner erstellt, Bundesland Niedersachsen, und da haben verschiedene Lehrpersonen haben darauf Zugriff. Also jetzt, wenn ich hier mitwirkende Personen auswählen klicke, da habe jetzt ich mit diesem Account, mit dem ich eingeloggt bin, und mit einem anderen Account von mir Zugriff auf diesen Ordner. Wenn ich hier Fragen ergänze oder gewisse Dinge rauslösche, dann wird das bei allen immer automatisch aktualisiert. Das ist wie ein Shared Folder, das kennen Sie vielleicht von anderen Tools. Oder also ein kurzes Beispiel, dieser Ordner ist jetzt, stand heute nur bei mir. Dann kann ich mitwirkende Personen hinzufügen klicken. Ich bin jetzt hier mit diesem Account in zwei Institutionen. Bei Ihnen wird es wahrscheinlich eine Institution sein. Einfach Ihre Schule auswählen und dann Lehrpersonen anwählen, die Sie auswählen möchten. Und dann können Sie so sehr einfach und schnell Content im Kollegium teilen. Der Ansatz bei uns ist, wir sagen, es macht keinen Sinn, dass jede Lehrperson selber alles erstellt, sondern dass man das vielleicht auch aufteilen kann und dann innerhalb des Kollegiums die Inhalte teilen kann. Gut, also diese Möglichkeiten haben Sie. Jetzt, wenn wir mal in so ein Fragenset reingehen, hier Beispielfragenset mit unseren neun verschiedenen Fragetypen, dann können Sie hier auf der rechten Seite eine neue Frage hinzufügen, eine Frage eingeben, da haben Sie 170 Zeichen zur Verfügung, aus dem Grund, dass wir das für die Lernenden sauber darstellen können. Sie können ergänzende Informationen eingeben. Da haben Sie die Möglichkeit, auch gewisse Formatierungen zu hinterlegen, also Fett, Kursiv und unterstrichen, und können auch verlinken, wenn Sie möchten, auf eine andere Webseite. Oder und hier haben Sie auch keine Zeichenbegrenzung. Das Feld, das wird einfach größer und dann können Sie so viel eingeben, wie Sie möchten. Zudem haben Sie dann auch die Möglichkeit, mit LaTeX mathematische Formeln zu hinterlegen, oder auch in der Physik und Chemie kann mit LaTeX können die solche Formeln sauber eingegeben werden. Zu jeder Frage können Sie Bilder hochladen, Sie können YouTube-Videos ergänzen, können auch Audiodateien hinzufügen und Sie können diese Medien auch flexibel kombinieren. Das heißt, Sie können ein Bild und eine Audiodatei hinterlegen. Beispiel Audiodatei für ein Diktat oder für ein Hörverständnis in Fremdsprachen. Das kann man ganz flexibel kombinieren. Hier auf der rechten Seite natürlich die Punktzahl, die Sie anpassen können mit halben Punkten, Zehntelspunkten. Das können Sie so definieren, wie Sie es möchten. Genau, und können das dann so hinterlegen. Dann haben Sie relativ eine breite Auswahl an Fragetypen. Also Sie sehen Single Choice, ich nehme an, das kennen Sie, wo ich einfach verschiedene Antwortoptionen hinterlegen kann und nur eine ist dann im Anschluss richtig. Und da können Sie entweder etwas eingeben, also einen Text oder auch halt Formeln oder Bilder. Dann haben Sie Multiple Choice, da können halt mehrere Optionen richtig sein, zum Beispiel. Das funktioniert ganz ähnlich. Sie haben richtig oder falsch. Da haben wir bis jetzt noch nichts Neues erfunden. Das sind so klassische Fragetypen. Freitext. Und der ist spannend, da möchte ich jetzt kurz 2, 3 Minuten verlieren. Der Freitext ist insofern spannend, weil das System lernt Stand heute dazu, wie Sie als Lehrperson korrigieren. Machen Beispiel. Wenn Sie einen Vokabeltest machen, einschalten auf Englisch, turn on ist die richtige Lösung, dann kommen die Lernenden rein und der erste Lernende, der turn on eingibt, können Sie sagen, das ist die richtige Lösung. Und dann hat sich das System gemerkt, wie Sie korrigieren, speichert das ab und für alle Lernenden, die dann reinkommen und Turn on schreiben, korrigiert es automatisch Turn on als richtig. Und auch wenn Sie das ein Jahr später wieder durchführen, hat sich das System gemerkt, wie Sie das letzte Mal korrigiert haben. Das ist ein adaptiver Algorithmus. Nun, jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. Und zwar haben wir jetzt eine künstliche Intelligenz programmiert. Und die ist jetzt live für den Vorschau- und Übungslink. Das zeige ich Ihnen gleich. Hier eine kleine Demo zur künstlichen Intelligenz. Wir haben einen Vorschau-Übungslink hier auf der rechten Seite. Ursprünglich war das einfach ein Vorschau-Link, weil die Lehrpersonen haben uns gesagt, wenn sie mit Classtime arbeiten, möchten sie sehen, wie es ausschaut für die Lernenden, wenn die dann damit lösen. Jetzt, das ist aber auch, kann perfekt auch angewendet werden als Übungslink.
starte das gleich nochmals neu. Oder dieser Link können Sie den Lernenden mitteilen und die Lernenden können dann unbegrenzt oft solche Fragen üben. Immer wieder neu starten, üben, bekommen direktes Feedback, wenn Sie sich zum Beispiel auf eine Prüfung vorbereiten. Starte jetzt mal diesen Link. Und hier haben wir jetzt diese künstliche Intelligenz bereits hinterlegt, nicht für aktivierte Sessions. Da haben wir es noch nicht, weil wir möchten zuerst hier Erfahrungen sammeln. Welches ist die Hauptstadt der Schweiz? Die Musterlösung ist Bern. Ich hinterlege das so. Und Bern ist natürlich richtig, ist auch genau, entspricht ja genau der Musterlösung. Jetzt, wenn der Lernende reinkommt und Berna schreibt auf Italienisch, dann sagt das System, ist auch richtig, ist einfach auf eine andere Sprache geschrieben, oder? Wenn ich zum Beispiel hier etwas komplett Berne, das ist nichts aussagend, sagt er, ist falsch, oder zum Beispiel Zürich, dann merkt das System auch, das stimmt nicht. Das heißt, das System schaut eigentlich auf Basis von Millionen von Daten, die wir gesammelt haben, wie nahe kommt die Lösung des Lernenden an die Musterlösung der Lehrperson ran und gibt dann eine Empfehlung, ob das richtig oder falsch ist. Zweites Beispiel. Welches Ziel bezüglich Klimaerwärmung hat sich Paris gesetzt? Die Musterlösung 1,5 Grad. Nun, jetzt war teilweise bei uns das Problem, oder? Wenn jetzt ein Lernender reingekommen ist und anstatt, also es ist immer noch so eigentlich, weil wir es ja noch nicht live haben für die aktivierten Sessions, wenn ein Lernender reinkommt und schreibt anstatt 1 Punkt, zum Beispiel ein Komma, hängt ein 0 ran und ergänzt zum Beispiel Celsius. Dann sagt das System, oder also sagt das System heute, ja, ich kenne das noch nicht. Mit dieser künstlichen Intelligenz sagt es einfach, ist genau die gleiche Lösung, ist richtig. Oder und hier zum Beispiel jetzt auch, wenn ich hier einen Fehler mache in der Rechtschreibung mit T, dann sagt er jetzt, glaube ich, ist richtig. Da könnte man es darüber streiten, soll das Teilpunkte geben oder nicht. Die Lehrperson wird es in Zukunft auch immer selber überschreiben können. So wie sie das überschreibt, wird das zurückgeführt an das neuronale Netz und durch das wird das System halt immer wie besser. Funktioniert auch in Englisch, Französisch, in verschiedenen Sprachen funktioniert diese künstliche Intelligenz. Und das wird auch nie perfekt sein und das funktioniert logischerweise für so Kurzantworten, Aufzählungen, das funktioniert nicht für Aufsätze, oder? Da werden wir nicht mit dieser künstlichen Intelligenz helfen können, das funktioniert nur wirklich für so Kurzantworten. Gut. Dann haben Sie Sortierungsaufgabentypen, wo ich gewisse Dinge in eine Reihenfolge bringen muss, beispielsweise geschichtliche Ereignisse in einen zeitlichen Ablauf oder einen Prozess, wo ich Schritt für Schritt definieren muss, was muss nacheinander gemacht werden. Sie haben Kategorisierungsaufgabentypen, wo ich gewisse Dinge zuordnen muss. Bei diesem hier ist immer nur eine Antwort richtig. Beim Matching Checkboxes, da können in einer Zeile auch mehrere Antworten richtig sein. Und das können Sie flexibel erweitern. Der Editor ist wirklich sehr, sehr einfach. Hervorheben von Text. Ich bin da nicht ganz glücklich mit dem Namen dieses Fragetyps, aber es ist eigentlich ein Lückentext mit Multiple Choice. Sie können Text eingeben, können eckige Klammern definieren und in diesen eckigen Klammern verschiedene Optionen zur Verfügung stellen und die Lernenden müssen dann das richtige Wort entsprechend auswählen. Hotspot, das ist ein spannender Fragetyp, da mache ich vielleicht ein kurzes Beispiel. Können Sie ein Bild hochladen, entweder aus dem Internet oder das Sie selber gemacht haben. Sie können auch die Bildquelle hinterlegen und dann können Sie in diesem Bereich, also in diesem Bild, einen sensitiven Bereich eingeben. Zum Beispiel hier ein Polygon, genau, und können das dann so entsprechend abspeichern. Jetzt macht er irgendwie, genau. So. Können das so, so einen Bereich eingeben oder auch mehrere Bereiche selbstverständlich können Sie hinterlegen und die Lernenden haben dann einen blauen Punkt und können in das Bild hineinklicken. Das funktioniert in der Mathematik, das funktioniert auch in Sprachen, wo Sie zum Beispiel auf Rechtschreibfehler klicken müssen, das funktioniert in der Geografie mit Landkarten, Biologie mit menschlichen Körpern und so weiter. Also ich glaube, in jedem Fach findet man da spannende Fragen, die man mit diesem Fragetyp erstellen kann. In Zukunft wird es auch so sein, dass Sie mit dem digitalen Stift arbeiten können, die Lernenden. Das heißt, die Lernenden können zum Beispiel in so einem Bild eine Skizze machen oder können einen Lösungsweg mit dem digitalen Stift aufschreiben. Da sind wir am Arbeiten. Ich lösche mal diese Bereiche. Lösungserklärungen können Sie natürlich hinterlegen zu einer Frage und Sie können Kompetenzen hinzufügen.
Also Stand heute haben wir den Lehrplan 21 hinterlegt. Da werden weitere Kompetenzpläne folgen, die hoffentlich auch für Sie relevant sind. Und dann können Sie zu einzelnen Fragen Kompetenzen hinzufügen. Und in der Auswertung können Sie dann nicht nur nach Fragen auswerten, sondern auch nach Kompetenzen. Diese Daten können wir aggregieren auf einzelne Schulen, auf hunderte von Schulen, auf ganze Bundesländer, und sehen dann entsprechend, welche Kompetenzen wie gut verstanden werden. Gut, also das so ein bisschen zum Frageneditor, wie Sie Fragen erstellen können. Wie gesagt, auch hier, diese Liste ist nicht abschließend, da werden weitere Fragetypen folgen. Der klassische Lückentext ist bei uns relativ hoch im Kurs. Ich glaube, dass wir den bis im Sommer, spätestens Herbst haben sollten. Wenn Sie so ein Fragenset erstellt haben, dann können Sie das auch ausdrucken in ein PDF. Das ist nicht der Grund, wieso wir ClassTime programmieren, weil wir das möchten, dass die Leute mit ClassTime Fragen erstellen und ein PDF ausdrucken. Aber zum Beispiel, wenn ein Lerner technische Probleme hat oder wenn er nicht weiterkommt, kann ich das kurz ausdrucken und er kann das dann entsprechend auch von Hand lösen. Das haben uns Lehrpersonen gesagt, das hilft halt, wenn irgendetwas ist. Oder? Gut. Wenn Sie aber so ein Fragenset fertig haben, dann können Sie eine neue Session aktivieren. Hier oben rechts klicken, neue Session aktivieren und kommen dann in detaillierte Lektionseinstellungen hinein. Da können Sie diverse Einstellungen tätigen, Antworten und Fragen vermischen. Das ist zum Beispiel bei mir die Lösung, die Frage 1, eine andere ist wie bei meinem Banknachbar. Sie können Teilpunkte aktivieren, wenn Sie das möchten. Da können Sie auswählen, ob Sie mit Minuspunkten geben. Also bewerten möchten oder ohne. Sie können aber bei jeder Aufgabe, bei jedem Fragetyp, wenn Sie nicht einverstanden sind mit der automatischen Korrektur, können Sie diese manuell überschreiben. Reflexionsfragen können Sie stellen zu einer Session. Das sind drei Standardfragen. Habt ihr etwas Neues gelernt? Wie fühlt ihr euch zum Lernfortschritt? Und möchtet ihr das Thema nochmals üben? Und dann habe ich einen sehr schönen Überblick über die Klasse. Wo sie steht, ob sie das Thema verstanden hat, ob sie es nochmal üben möchte, die kann ich entsprechend einstellen. Sie können die Lösungen sofort anzeigen lassen, oder nicht. Einen Versuch pro Frage oder Lauben oder mehrere. Sie können natürlich die Zeitlimite einstellen. Und diese oder all diese Lektionseinstellungen, die können Sie mal definieren, die können Sie aber in Echtzeit anpassen. Also wenn Sie merken, die Zeit ist viel zu knapp, dann können Sie zum Beispiel hier einfach 20 Minuten eingeben, auch wenn die Lernen schon begonnen haben. Dann bekommt jeder Lernende 10 Minuten on top. Und Sie können auch die Sessions planen. Das heißt, wenn es zum Beispiel eine Hausaufgabe ist, kann ich sagen, das muss bis morgen um 8:00 Uhr gemacht werden. Oder ja, 12 Uhr. Aber das nehme ich jetzt mal raus. Kann hier auf Fortfahren klicken. Und dann kann ich die Session meinen Lernenden zur Verfügung stellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder Sie arbeiten über Klassen, das werden wir noch sehen, wie das funktioniert. Oder Sie gehen hier über einen Code. Den Code geben die Lernenden auf classtime.com in diesem Startfeld hier ein. Die Lernenden können selbstverständlich auch mit einem QR-Code sich in eine Session einloggen oder hier auch mit dem URL, einfach den URL nehmen. Kopieren und zum Beispiel in ein anderes System reinkopieren. Und dann funktioniert das wie folgt. Oder die Lernenden kommen in Echtzeit hier in diese Lektion hinein. Sie haben hier diese neun verschiedenen Fragen, die wir vorhin angeschaut haben. Das wird alles automatisch ausgewertet in Echtzeit. Und jetzt zum Beispiel hier auch pro Frage, da sehen Sie, da haben 20% haben es richtig, 20 falsch. Weitere kommen rein, haben es richtig. Die richtige Lösung wäre ja gewesen. Und so haben Sie eigentlich sehr schön in Echtzeit Transparenz über die Lernstände von der ganzen Klasse, aber auch vom einzelnen Lernenden und können entsprechend darauf reagieren, können Fragen besprechen, die noch unklar sind, und da offene Fragen entsprechend mit der Klasse direkt im Unterricht diskutieren. Das gelbe Auge, das ist nichts anderes wie der Freitext. Das heißt, das müssen Sie noch auswerten. Sie sehen hier die verschiedenen Antworten. Zum Beispiel die Beispielantwort 2 ist von drei Lernenden beantwortet worden. Beispielantwort 1 von 4. Beispielantwort 3 von 5. Und das können Sie dann bewerten mit richtig, falsch oder auch mit richtig und Teilpunkten zum Beispiel. Und können das so entsprechend auswerten. Ich arbeite hier daran, dass wir hier ein Kommentarfeld bekommen. Das heißt, dass Sie als Lehrperson zum Beispiel einen Kommentar schreiben können. Du hast nur einen halben Punkt von einem, weil das und das hat gefehlt. Das hast du aber richtig gemacht. Dass wir kommen, auch für die weiteren Fragetypen, auch da sind wir am Arbeiten.
Oder und da wird es dann in Zukunft mit dieser künstlichen Intelligenz Vorschläge geben für die Lehrperson, ob das richtig oder falsch ist. Und wenn jetzt zum Beispiel ein weiterer Lerner reinkommt und Beispiel Antwort 2 schreibt, dann wird es automatisch als richtig bewertet. Gut, die ganzen Ergebnisse, die Sie im Anschluss haben, einer solchen Lektion oder einer solchen Session, die können Sie exportieren von der ganzen Klasse in ein Excel, von der ganzen Klasse ein PDF. Oder auch pro Schüler können Sie ein PDF generieren. Sehen wir aber nachher auch gleich noch, wie das funktioniert. Gut, ich logge mich jetzt mal ein in eine solche Session. Schnapp mir hier den Link. Mache ein neues Fenster auf. Sonst kennt mich der Browser. Und die Lernenden, die brauchen eigentlich kein Login. Die müssen sich auch nicht registrieren auf Class. Die können einfach mit dem Vornamen in eine Session einloggen. Wenn sie halt mit Klassen arbeiten, dann brauchen die Lernenden eine E-Mail-Adresse. Aber das sehen wir auch nachher. Das Ganze können wir übrigens auch branden auf ihre Schule. Also hier Classtime-Logo ersetzen durch das Schullogo. Das ist kein Problem. Dann komme ich hier in die verschiedenen Fragen rein, kann diese entsprechend beantworten, sehe hier die Zeit, die ich habe für diese Session. Hier der Freitext, der ist spannend, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Einerseits ist er spannend, weil wir alle 2 Sekunden, die der Lernende nicht am Tippen ist, Antworten zwischenspeichern. Das heißt, wenn ich jetzt aus dem Internet fallen würde und wieder reinkomme, dann könnte ich auf den letzten Entwurf zurückgreifen. Die Wörter werden hier unten rechts auch gezählt, das sehen Sie. Das heißt, und das Feld wird flexibel erweitert. Das heißt, Sie können hier wirklich auch längere Texte schreiben. Die Lernenden haben einen guten Überblick. Dann haben wir hier so einen Sortierungsaufgabentyp. Das machen wir jetzt nicht. Und hier, das wollte ich noch zeigen, unter der Hotspot, wo ich eben so einen blauen Punkt im Bild drin einzeichnen kann. Zudem haben Sie die Möglichkeit, dass Sie auch solche Lückentextaufgaben erstellen, Lückentext in Anführungs- und Schlusszeichen mit verschiedenen Optionen, die die Lernenden entsprechend auswählen können. Oder hier sehe ich jetzt, wenn ich das aktualisiere, da ist der Jonas, ist jetzt dieser Session beigetreten, ist aktiv. Oder hier sehe ich Schüler online 1 von 1, Jonas 1,33 Punkte, kann Prozente anwählen. Der Freitext müsste ich beantworten. Ich kann hier noch einen Chat aktivieren. Das heißt, ich kann dem Lernenden eine Chatnachricht schreiben. Hier sehen Sie jetzt hier, kann ihm eine Chatnachricht schreiben. Hallo Jonas, super gemacht. Und der Lernende erhält dann diese Nachricht auch, kann zurückschreiben. Die Person kann den Chat dann auch wieder deaktivieren. Das funktioniert wirklich nur vom Lernenden zur Lehrperson. Lernende bei uns untereinander können nicht kommunizieren. Gut, so funktioniert das. Ich wechsle jetzt mal hier in den Tab Sessions. Also hier haben Sie einen Überblick über alle Lernzielkontrollen, die Sie gemacht haben. Also sehen, mit welcher Klasse haben Sie das gemacht, wenn Sie eine Klasse zugewiesen haben. Sie können dann Labels selber definieren und können dann auch von hier aus direkt diese Reports generieren. Zeige Ihnen jetzt vielleicht da mal kurz ein Report, wo wir Kompetenzen hinterlegt haben. So, genau. Ja, das lädt bei mir relativ lange, weil ich wahnsinnig viel aktiviere, aber praktisch nichts löse. Gehe jetzt hier mal auf Baden. Genau, Vorstellung Classtime Schule Baden. So, hier haben wir den Report, den ich Ihnen zeigen möchte. Kann hier das Excel runterladen. Und dieses Excel nehme ich hier wieder rüber. So, genau, jetzt haben wir es. Genau, hier haben wir dieses Excel. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Report der ganzen Ergebnisse im Excel. Das sehen Sie hier auch. Muss ich mich wieder übernehmen, Entschuldigung. Hier haben Sie die ganzen Ergebnisse, Prozente, Punkte, Verschlüsselung auch pro Frage und können dann hier auch nach Kompetenzen auswerten. Oder das sind alle Kompetenzen, die Fragen hinzugewiesen wurden, sind hinterlegt. Da können Sie nach Kompetenzen auswerten. Wie gesagt, diese Daten können wir dann speziell für Sie aggregieren und so Schul-Analytics erstellen. Da werde ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen, aber das ist sehr spannend dann auch halt für verschiedene Schulen kann das eingesetzt werden.
Gut, das ein bisschen zu den Sessions. Das ist wirklich, Sie erstellen Fragen und sobald Sie auf Session aktivieren klicken, dann generiert sie einen Code und dann finden Sie eigentlich diese Session dann immer hier in der Übersicht. Klassen, auch das ist spannend. Sie können Klassen selbstverständlich selber erstellen. Da werden wir uns auch, also das wird auch synchronisiert werden können, zum Beispiel mit der MBC in Niedersachsen oder mit anderen Systemen, können wir da in Zukunft die Strukturen automatisch zwischen den Plattformen synchronisieren. Das haben wir Stand heute noch nicht. Das heißt, Sie müssten eine neue Klasse erstellen, Testklasse zum Beispiel. Und dann nehme ich jetzt mal Bio, oder nein, nehme ich Mathe. Genau, jetzt Testklasse 17. Februar 2022. Erstelle diese Klasse, habe diese Klasse hier und dann kann ich die Lernenden einladen. Da brauchen Sie E-Mail-Adressen. Wenn Sie die zum Beispiel in einem Excel haben, alle E-Mail-Adressen auf einmal, Ctrl-C, Ctrl-V, also reinkopieren auf einmal, funktioniert und dann können Sie die Lernenden einladen. Dann werden alle Lernenden aufgeführt, die in dieser Klasse sind. Und hier haben Sie die Möglichkeit, Co-Lehrpersonen hinzuzufügen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt halt in Quarantäne sind oder Sie sind krank, eine Lehrperson ist in der Schule und sollte mit dieser Klasse arbeiten können, mit Ihrem Account, dann können Sie so Co-Lehrpersonen von Ihrer Schule hinzufügen. Dann haben diese Lehrpersonen, die hier hinterlegt sind, auch Zugriff auf diese Klasse und können mit dieser Klasse arbeiten. Jetzt, was ist der Vorteil, oder wenn Sie mit Klassen arbeiten? Aus meiner Sicht gibt es verschiedene Vorteile. Ich aktiviere jetzt nochmals so ein Fragenset. Ich glaube, Mathematik haben wir dieser Klasse gesagt, dass sie Mathe-Klasse ist. Aktiviere so eine Session. Lade jetzt von hier aus diese Klasse ein. Also hier Testklasse 17. Februar 2022, Mathe. Wenn ich keine Gastschüler zulasse, dann kommen nur die Lernenden in diese Session rein, die in dieser Klasse sind. Lade diese jetzt hier mal ein. Werden die alle automatisch aufgeführt. Und der Vorteil ist einerseits, ich habe jetzt zwei E-Mails erhalten. Einerseits Einladung zur Session, dass ich hier dieser neuen Session direkt beitreten kann. Zweites E-Mail auch, dass ich in der neuen Klasse beigetreten bin. Und das heißt, ich muss als Lehrperson keine Codes mehr teilen oder URLs, sondern ich kann wirklich automatisch generierte E-Mails versenden und der Lerner kann hier draufklicken und kommt dann direkt zur Session. Aus meiner Sicht aber der Riesenvorteil ist, die Lernenden können sich dann auch ein Login machen auf ClassTime, wenn sie in einer Klasse sind. Sie können hier ClassTime.com Login mit einem Lernkonto. Und dann müssen Sie entweder mit dem E-Mail beitreten, mit dem Sie zur Klasse eingeladen worden sind, oder halt einen bestehenden Account. Ich gehe jetzt, bei mir ist es jetzt halt Google. Und dann komme ich in mein Lernportal als Lernender rein. Da habe ich auf der linken Seite als Lernenden einen Überblick über Klassen, bei denen ich Teil davon bin. Und ich habe einen Überblick über alle Lernzielkontrollen. Sehen wir auch gleich jetzt. Und hier kann der Lernende hier dieses Beispielfragenset Mathematik, Testklasse 17. Februar Mathe, kann er von hier aus direkt starten, kann das lösen im Lernportal. Und er kann natürlich im Anschluss, wenn die Lehrperson das so eingestellt hat, die Lektion korrigiert hat, kann sie das aktivieren, dass sich der Lernende zum Beispiel hier selber ein PDF runterladen kann und dann entsprechend hier die Lösungen sieht. Das heißt, die Lehrperson muss nicht mehr das PDF generieren und verschicken, sondern der Lerner kann es direkt selber runterladen und sieht, was er geantwortet hat, was die Musterlösung war, wie viele Punkte er erhalten hat. Also das zu diesem Lernportal, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, wenn Sie mit Klassen arbeiten und Sie haben halt automatisch generierte Einladungen. Gut, das so ein bisschen zu Klassen. Dann Challenges. Das sind so kollaborative Übungen, wie gesagt, so ein bisschen Gamification. Da haben Sie die Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel ein Bild hochladen, das System generiert Ihnen ein Puzzle und je mehr Antworten richtig reinkommen, desto mehr Puzzleteile werden aufgedeckt. Oder Sie können bedrohte Tierarten schützen auf der Welt, Sie können Freizeitparks erstellen oder konstruieren, Sie können Raketen ins All fliegen lassen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Der Kern ist immer genau gleich, es funktioniert alles genau gleich. Sie können einfach zusätzlich so eine kollaborative Übung starten. Mache vielleicht ein kurzes Beispiel. Zum Beispiel hier so eine Puzzle-Challenge. Da wird auch gleich Musik aktiviert, da muss ich mich wieder drüber nehmen. Da kann ich hier so
die Musik natürlich auch ausschalten. Da werden vier Fragen, die Antworten kommen in Echtzeit rein. Wenn es richtig ist, wird das Puzzle umgedreht, wenn es falsch ist, wird es grau hinterlegt. Am Ende kann die Lehrperson natürlich auch das Puzzle aufdecken. Und zum Beispiel für einen Einstieg in ein neues Thema kann das, macht das halt im Lernen extrem viel Spaß. Wie gesagt, vielleicht ganz kurz, oder? Es funktioniert alles genau gleich. Sie aktivieren irgendein Fragenset hier, also eine Session. Und dann können Sie alles einstellen, wie Sie möchten. Und zusätzlich können Sie hier einfach kollaborative Challenges öffnen, eine kollaborative Challenge starten, und dann wird die zusätzlich gelauncht. Das wird sehr gerne eingesetzt, auch so ein bisschen als Abwechslung, Auflockerung für die Lernenden. Gut, dann möchte ich noch zwei oder drei Dinge sagen. Also einerseits, was ich vergessen habe, ist, Sie können flexibel auch Fragensets kombinieren. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel jetzt dieses Fragenset Mathematik haben, Sie möchten aber nicht alle 8 Fragen aktivieren für die Klasse, dann können Sie die Fragen, die Sie aktivieren möchten, auswählen, indem Sie einfach rüberfahren und hier hinten zur Session hinzufügen klicken. Und dann könnten Sie jetzt zum Beispiel hier auch vom Mathematik, weiß auch nicht, mit Buchhaltung könnte man kombinieren, können zum Beispiel hier weitere Fragen hinzufügen und so können Sie von verschiedenen Fragensets neue Sessions kombinieren, zum Beispiel wenn Sie in Mathematik ein neues Thema machen und zum Beispiel vom alten Thema noch zwei, drei Fragen beimischen möchten. Also so können Sie flexibel Fragensets kombinieren. Auch ein wichtiger Punkt ist hier, also nein, ich zeige zuerst das hier. Wir arbeiten gerade daran, dass wir den SafeXam Browser in ClassTime integrieren. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, SafeXam Browser, das ist von der ETH Zürich. Und der macht eigentlich nichts anderes, dass sichere digitale Prüfungen durchgeführt werden können. Sie können den SafeXam Browser in Zukunft aktivieren in den Lektionseinstellungen, können Passwörter definieren, also Start- und Endepasswort, können URLs erlauben, die der Lernende zugreifen kann, aber ansonsten ist er eigentlich in einer Kioskumgebung. Das heißt, er kann nichts machen, er ist wirklich nur in der Prüfung, er kann nicht googeln, er kann kein neues Tab aufmachen, er kann nichts machen, außer die Prüfung lösen. Der kommt auch erst wieder aus dieser sicheren Umgebung raus, wenn er von der Lehrperson ein Endepasswort erhält. Also mit dem kann man sichere digitale Prüfungen durchführen. Das funktioniert schon heute, aber über ein Konfigurationstool, da würde ich Ihnen empfehlen, noch vielleicht 4 bis 6 Wochen zu warten. Dann wird das live sein. Da wird es dann auch detaillierte Informationen geben, wo wir alles erklären, wie das funktioniert. Aber mit dem kann man sichere Prüfungen dann durchführen. Und ganz ein wichtiger Punkt, wenn Sie Fragen haben, Unklarheiten, wenn gewisse Dinge, einfach wenn Sie nicht weiterkommen, unbedingt hier einfach Hilfe klicken, live mit uns chatten. Also Sie haben hier auch Zugang zum Hilfecenter oder zu unserem Handbuch. Aber live mit uns chatten, da kommen Sie, da sehen Sie auch gleich mich, können Sie Nachrichten reinschreiben, ich komme nicht weiter, ich vermisse diesen und diesen Fragetyp, irgendetwas hat nicht funktioniert, was auch immer. Schreiben Sie es rein, innerhalb von wenigen Stunden erhalten Sie Feedback von mir, auch am Wochenende zum Abend, zu Randzeiten versuchen wir hier immer, dass jemand von unserem Team da erreichbar ist und innerhalb kurzer Zeit entsprechend antworten kann. Genau. Ich hoffe, dieses Einführungswebinar hat Ihnen weitergeholfen, dass das den Einstieg ein bisschen erleichtert. Wie gesagt, wenn Fragen sind, zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns gerne und ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und es freut mich sehr, dass Sie ClassTime nutzen. Einen schönen Tag und liebe Grüße.